Hallo Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer weiteren Ausgabe von Stoner, Frank und Frei. Und heute mit einem heißen Thema, mit einem Thema, was bestimmt auch kontrovers diskutiert wird. Es geht um Israel. Es geht um Israel, um aktuelle Entwicklungen, die in Israel stattfinden, von der Regierung. Wir werden aber nicht nur auf die aktuelle Politik schauen, sondern wir werden auch ein bisschen so den Hintergrund beleuchten, manches Historische auch zu dem Thema Israel sagen. Und letzten Endes ist es auch das Thema ist Teil von einem größeren Thema, was ich ja schon ein paar Mal angesprochen habe, was so unter dem Titel steht, ist auch Demokratie in Gefahr? Ist Demokratie ist überhaupt das ideale System in den Herausforderungen, die wir jetzt gerade haben? Und dort fügt sich das alles ein. Und vielleicht gleich vorausschickend gesagt, wenn man über Israel in Deutschland öffentlich spricht, ist es immer ein schwieriges Thema. Für mich ist es ein schwieriges Thema, wenn ich mich hier vor der Kamera äußere. Und ich weiß, ganz viele Leute machen das schon gar nicht mehr, weil die Sorge haben, wenn man sich dort kritisch äußert, das ist das Entscheidende, wenn man sich kritisch äußert, dann droht man schnell auch von Gegnern in so eine Ecke geschoben werden und mit wirklich bösartigen Vorwürfen belegt zu werden, sowas wie Antisemit. Und das ist der Grund, warum ganz viele sich mit dem Thema schon gar nicht mehr öffentlich auseinandersetzen. Aber ich finde, aus meiner Sicht dürfen wir das nicht machen. Wenn es irgendwelche Themen gibt, und hier reden wir von Menschen, wenn es Menschengruppen gibt, über die wir nicht mehr reden dürfen, dann ist es noch viel gefährlicher, dann ist man noch viel mehr in diesen rassischen Dingen drin. Für mich gibt es keinen, also ich bin kein Antisemit. Als Humanist sehe ich alle Menschen als Brüder und Schwestern. Und da gibt es kulturelle Unterschiede, keine Frage. Und es ist großartig, dass es die gibt. Aber ich sehe immer diese Einheit. Diese ganzen Rassenideen, das ist mir völlig fremd von meiner Natur. Ich habe auch mal eine Sendung drüber gemacht, wo ich zeige, woher diese rassistische Denke eigentlich kommt. Was das alles für so eine 19. Jahrhundert-Ideologie ist. Ich habe da keine Sorge davor. Ich weiß, es gibt Leute, die werfen mir diese Dinge hin, aber das ist dann ungerechtfertigt. Und im Gegenteil, gerade weil ich in meinem Leben auch viele Israelis kennengelernt habe, ich war auch schon in Israel, das sind Menschen, ich habe da viele kennengelernt, zu manchen auch wirklich intensive Beziehungen aufgebaut. Und es darf nicht sein, dass wir irgendwas ausklammern. Und alles, was ich hier heute sage, auch an kritischen Positionen zu der Politik, die Israel macht, würde ich eins zu eins auch genauso mit israelischen Freunden besprechen können, ohne dass ich da Sorge hätte, boah, jetzt kommen wir auf irgendeine so eine anti-jüdische Geschichte, überhaupt nicht. Also es hat mit Politik zu tun. Was ist los in Israel? In Israel gab es seit Ende letzten Jahres gibt es eine neue Regierung. Und diese Regierung, die polarisiert. Und allein schon der Begriff zeigt, dass was da in Israel passiert, auch durchaus vergleichbar ist mit anderen Ländern. Denn ich habe da schon ein paar Mal drüber gesprochen. Es scheint mir doch so, als ob wir in einer Zeit leben, wo es so einen Zeitgeist der Polarisierung gibt, der Spaltung gibt. Wir sehen es in ganz vielen Ländern, in ganz vielen Gesellschaften, die durchaus auch unterschiedlich kulturell sind. Wir sehen es natürlich im eigenen Land, ihr kriegt das alle mit, die ganze Zeit diese Lagerbildung. Wir sehen das auch in anderen Ländern, USA ganz stark, aber auch in Ländern außerhalb des Westens. Vor ein paar Jahren in Ägypten, wo es dort den Putsch gab, danach eine Wahl und da hast du auch zwei Lager. Die einen wollen eben einen religiösen Staat, die anderen wollen einen weltlichen Staat. Das sind unvereinbare Positionen. Wir haben sowas in Thailand erlebt, Rotjacken gegen Gelbjacken und so weiter. Es scheint mir so eben ein höherer Zeitgeist zu sein, wo jetzt gerade so eine Polarisierung kommt. Was auch wahrscheinlich gar nicht schlecht ist, weil jetzt halt einfach mal Dinge hochkommen. Ich sehe es im ganz Großen, sehe ich es im Sinne der Heilung. Ja. Aber das ist, was jetzt gerade eben auch in Israel passiert. Wir haben jetzt dort eine neue Regierung und die polarisiert. Diese neue Regierung wird geführt, das ist eine Koalition aus mehreren Parteien. Und allen voran ist Netanyahu, den wir ja kennen als langjähriger Staatsmann. Und der Netanyahu, der ist der Chef vom Likud, das ist eine Partei. Und jetzt nur um euch oder um uns das so ein bisschen zu vereinfachen. Likud ist ungefähr das, was in Deutschland vielleicht die C-Parteien werden. CDU, CSU. Also es ist eine Vereinfachung, aber die hilft uns. Ich sage selber, ich muss mir immer aus diesen Schubladen rauskommen. Ich benutze ja auch wieder selber, weil es eben eine Vereinfachung ist. Aber vereinfacht ist es eben so. Likud ist so die konservative Volkspartei, könnte man sagen. Ja. Und die stellt jetzt hier den Ministerpräsidenten, eben Netanyahu.
Und braucht aber, um eine Mehrheit im Parlament zu haben, eine Koalition aus mehreren Parteien. Es gibt in Israel relativ viele Parteien. Es ist dort, glaube ich, auch nicht so, es gibt keine 5%-Hürde wie bei uns. Das heißt, es gibt auch kleine und Kleinstparteien, die auch Einzug da führen. Es gibt insgesamt in Israel eine viel größere Parteienlandschaft. Das ist vielleicht auch ein Ausdruck von der jüdischen Kultur. Die haben auch eine andere Streitkultur. Ich kann euch nur empfehlen, mal so ein Buch zu lesen von Ephraim Kishon, ein israelischer Schriftsteller, so 70er, 80er hat er sehr, sehr viel geschrieben. Sehr witzige Sachen. Das sind fast alles so Kurzgeschichten, die alle sehr humoristisch sind, sehr, sehr witzig, in denen er halt ja, das Leben in Israel beschreibt, den israelischen Staat, aber auch eben gewisse Eigenheiten der jüdischen Kultur. Super lustig. Und da kommt es auch ganz oft vor. Und das ist auch kein antisemitisches oder stereotypisches Statement. Es gibt auch eine gewisse Streitkultur. Ja, also man mag es in Israel gerne, sich auch zu streiten über gewisse Themen, aber auf der anderen Seite hat man eigentlich immer seine gemeinsame Basis gehabt, auf der man operiert. Aber jetzt scheint es eben so zu sein, dass in Israel wie in anderen Ländern auch diese gemeinsame Basis, auf der man sich bewegt, was eigentlich so die Grundvoraussetzung ist eben für sowas auch wie Demokratie, das scheint sich jetzt, das scheint man zu verlieren. Jetzt geht diese Spaltung so weit, dass es nicht nur so eine Streitkultur ist, sondern jetzt geht es an ganz grundsätzliche Weltanschauungen entzweien sich dort. Und diese Regierungskoalition, Allianz, die da jetzt am Start ist, das ist eben der Likud, der so ein bürgerlicher, konservativer Block ist und der ist dort noch am größten. Aber dann diese kleineren Parteien, die dort mit dabei sind, die erst dem Netanyahu eine Mehrheit ermöglichen, da sind ein paar richtig extreme Parteien drin. Und die werden wir uns auch ein bisschen genauer anschauen. Und was jetzt diese neue Regierung macht, und das ist eben dieser aktuelle Einstieg in das Thema, die planen halt jetzt einige groß angelegte Reformen. Die wollen in einigen den Staat umbauen. Und der Hauptstreitpunkt, um den es jetzt gerade geht, ist eine Justizreform, die geplant ist. Eine Justizreform und ich kann das mal euch genauer ausführen, um was es hier geht. Man möchte in Israel ein Gesetz machen, was es dem Parlament erlaubt, Entscheidungen des obersten Gerichts mit einer einfachen Mehrheit zu widerrufen. Das klingt jetzt eigentlich nicht nach einer großen Sache, aber wenn du es dir genau anschaust, ist das ein großes Thema. Die Idee ist also, dass normalerweise ist es so, ein Gericht kann schlechte Gesetze einkassieren. Wenn der Gesetzgeber ein Gesetz macht, was gegen die Verfassung verstößt, dann kann der Richter sagen, hey, das ist gegen die Verfassung. Und da hat dann der Gesetzgeber keine Chance, das durchzudrücken. Ja? Was die jetzt fordern, ist, dass du sozusagen mit einer einfachen Mehrheit im Parlament, das ist dann letztens die Regierungskoalition, die hat dann eine Mehrheit, das ist die Idee davon, dass die dann sich über den obersten Gerichtshof hinwegsetzen können. Und der Gerichtshof dann nicht mehr diese kontrollierende Rolle erfüllen kann, die er eigentlich so in der Staatstheorie hat. Wir reden hier von Gewaltenteilung. Und das ist jetzt Zentrum. Da sind mehrere Dinge natürlich, die in diesen Reformen sind. Aber das ist vielleicht mit der strittigste Punkt. Ein weiterer strittiger Punkt ist die Besetzung von diesen Richtern. Das ist natürlich insgesamt eine Frage, wer ernennt eigentlich die obersten Richter? Und das ist in allen Ländern ein bisschen anders. Und das ist natürlich ein bedeutender Faktor, wer hat die Macht, die obersten Richter zu benennen. Dann kannst du natürlich Leute so benennen, die eher dir wohlgesonnen sind oder ideologisch vielleicht in deine Richtung kommen. Und bisher war das so in Israel, das habe ich mir auch aufgeschrieben, es ist in allen Ländern ein bisschen anders. In Israel stimmt ein Gremium aus Politikern, Richtern und Mitglied der Anwaltskammern ab, wer oberster Richter wird. Und das möchte jetzt diese neue Regierung auch verändern. Und sie möchte, dass direkt das Parlament, wo man eine Mehrheit hat, dass die Richter einsetzen. Was jetzt hier passiert, ist, dass diese Gewaltenteilung, die hier ein bisschen aus dem Gleichgewicht gerät. Was ist Gewaltenteilung? Machen wir mal ein bisschen Staatstheorie. Aber solche Dinge, wir haben es eigentlich in der Schule gelernt, aber es ist trotzdem wichtig, sich das immer noch zu halten. Ich habe ja auch ein kleines Bildchen dafür. Hier schön von der Briefmarke so. Gewaltenteilung, weil das ist etwas, was wir alle eigentlich so gelernt haben irgendwann. Und hier steht so dieses, was das ist, die Gewaltenteilung. Die Staatsgewalt wird durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt.
Das heißt, die Gewalt, die in totalitären Staaten sich bei einem verbindet, bestes Beispiel vor dem Zeitalter der Revolution, vor der Französischen Revolution, du hattest jemanden wie Ludwig XIV., l'État c'est moi, der Staat bin ich, der Sonnenkönig. Alle Macht monarchischen Frankreich ging auf eine Person. Der war der oberste Richter. Das heißt, der hatte das Recht, Daumen hoch, Daumen runter, Leute zu verurteilen oder auch Leute zu freizusprechen, ja? Ohne irgendeine Kontrolle. Das hat er entschieden. Ne? Offensichtlich ist der Potentat auch derjenige, der die Gesetze macht, wie er will. Und er ist derjenige, der die Gesetze durchführt. Damals schon, und es geht zurück auf Leute wie John Locke und Montesquieu, die haben damals schon erkannt, dass du die Gewalt, die ein Staat hat, am besten aufteilst, damit eben nicht einer oder eine Clique irgendwie all diese Macht auf sich hält, sondern die Idee war, lass uns die Macht aufteilen in drei verschiedene Abschnitte, die sich dann irgendwie gegenseitig so korrigieren können. Die Amerikaner, die sprechen, und das steht, glaube ich, in ihrer Verfassung so irgendwie drin, so von Checks and Balances. Ja, also, dass es halt nie irgendwie zu viel Macht in einen Bereich kommt. Und deswegen hast du diese drei Bereiche, hier ist es noch schön in deutschen Worten formuliert, die meisten lernen es in der Schule mit den Fremdwörtern, es gibt eben die Legislative, die Exekutive und die Judikative. Legislative ist, wer macht die Gesetze? Das ist bei uns und in den meisten westlichen oder demokratisch Ländern ist es das Parlament. Das ist die Aufgabe des Parlaments. Das Parlament macht Gesetze. Dann gibt es die Exekutive, das ist das Ausführende.
Das ist die Regierung. Die Regierung macht keine Gesetze, sondern die Regierung führt die Gesetze aus. Das gibt ihr natürlich enorme Macht, deswegen ist es so wichtig und Wahlen und dann immer so ein großes Thema, wer ist Kanzler? Weil er ausführend heißt, du hast dann eben die Befehlsgewalt über die Staatsorgane, über die Beamten, über Polizei, über Militär und so weiter. Natürlich ist die ausführende Gewalt, hat sehr große Macht, aber sie macht eigentlich nicht Gesetze. Und sie ist auch getrennt von der Rechtsprechung, das ist dann die Judikative. Die Grundideen in all diesen liberalen Staatstheorien ist, dass es eine unabhängige Justiz gibt, die eben auch checkt, die kontrolliert, dass wer auch immer dort in der Exekutive oder Legislative ist, dass sie nicht machen können, was sie wollen, sondern ey, es gibt eine Verfassung und die Judikative wacht über die Verfassung. Wenn du irgendwelche Gesetze machst, selbst wenn die Mehrheiten haben, die aber gegen die Verfassung stoßen, sind die obsolet. Das heißt, eine Mehrheit kann auch nicht einfach den ganzen Staat hijacken, weil es gibt immer noch die Verfassung. Und eine Verfassung zu ändern, da brauchst du mehr, ist nur eine einfache Mehrheit, da braucht man zwei Drittel oder drei Viertel Mehrheiten, das ist dann schon fast Konsens. Interessant finde ich auch, deswegen habe ich hier dieses Bild hier genommen, das ist ja jetzt so aus, steht eine Zahl drauf, 1981, hier steht das im Grundgedanken der Demokratie. Und dann kommt eben diese Gewaltenteilung, ja, dann gibt es wahrscheinlich noch andere Briefmarken und ein paar andere Grundgedanken. Da möchte ich nur darauf hinweisen, so, das ist so nicht ganz richtig. Denn diese Gedanken, die wurden formuliert von Leuten aus dem 18. Jahrhundert. John Locke, Montesquieu, die beiden möchte ich mal am meisten nennen, es gibt ein paar andere. Die haben damals diese Staatstheorien, die modernen Staatstheorien entwickelt. Es geht natürlich bis zurück auf die Antike. Die Griechen hatten auch schon diese Ideen, so ist nicht. Aber so in unserer modernen europäischen Vorstellung geht es zurück auf Leute wie John Locke und Montesquieu. Und die haben im 18. Jahrhundert ganz sicher noch nicht von Demokratie gesprochen. Ja, sondern da ging es erstmal um Republik. Ihr wisst, Französische Revolution, da kam keine Demokratie danach. Das wurde auch nicht gefordert von den Revolutionären. Vielleicht gab es da auch schon welche, die den Begriff Demokratie hatten. Aber es waren dann wahrscheinlich echt kleine Minderheiten. Und was es damals ging, ist Republik. Ja, deswegen ist es hier kein Grundgedanke rein der Demokratie, sondern hier müsste eigentlich korrekterweise stehen, Grundgedanken der Republik oder Grundgedanken des Rechtsstaats. Der kann dann demokratisch orientiert sein, kann aber auch eine Republik sein. Das ist wichtig und es wird im Laufe der Sendung auch noch klar, warum ich dem so viel Bedeutung schenke. Aber so hat man halt, so lehrt man es den Leuten heute, es ist Demokratie. Aber John Locke und Montesquieu, die haben von der Republik gesprochen, nicht von Demokratie. Französische Revolution, da ging es nicht um eine Demokratie, sondern eine Republik zu installieren, im Gegensatz zur Monarchie. Naja, aber diese Gewaltenteilung, die ist jetzt eben in Israel, das ist was jetzt diese Justizreform ist, die steht eben auf dem Spiel. Die neue Regierung möchte diese Gewaltenteilung abschaffen, vor allem die Judikative abschaffen. Und das ist eigentlich in dieser Gewaltenteilung mit der entscheidende Faktor von Checks and Balances, ist die Judikative. Weil die Exekutive und die Legislative, die sind schon ziemlich eng verbunden miteinander. Das ist schon gar nicht mehr so geteilt. Einfach gesagt, Legislative ist das Parlament, Exekutive ist die Regierung. Ey, ich meine, wir sehen das jeden Tag, wenn wir so Nachrichten oder Zeitungen anschauen, wie das eigentlich fast nicht zu trennen ist. Dieselben Parteien, die Legislative bilden, bilden in der Regel auch die Regierung. Die Regierung sind auch Parteileute. So. Das heißt, Parlament und Regierung sind ganz, ganz eng miteinander verflochten. Die kann man gar nicht mehr so richtig auseinanderhalten. Umso wichtiger ist es eben dann, dass du eine starke Judikative hast, die Verfassung schützt. Unabhängig davon, von welcher Partei oder Ideologie oder was auch immer, die einfach nur die Verfassung schützen. Das ist wichtig. Und jetzt ist es eben so, dass diese neue israelische Regierung das auflösen will und gerade die Judikative eben beschneiden möchte. Sodass die carte blanche haben, dass sie ja machen können, was sie wollen und einfache Mehrheit reicht, um alle möglichen Gesetze zu machen. Ja. Jetzt könnte man ja sagen, na gut, warum nicht? Ist es nicht bei uns auch Idee oder wird diskutiert, mehr Demokratie wagen? Ich habe euch das an anderer Stelle schon mal erzählt, und das war noch bevor die Grünen jetzt auch hier in der Bundesregierung waren, es war glaube ich vor 3-4 Jahren oder sowas, noch vor der Corona-Zeit, es war glaube ich sächsischer Wahlkampf und da war der Habeck in der Stadt, in Chemnitz und hat gesprochen, hat Wahlkampf gemacht, wie ist das, nicht Bundeswahlkampf, sondern es ging damals um Sachsen und seine Kampagne, die lief unter dem Motto, mehr Demokratie wagen. Und da bin ich grundsätzlich dabei. Mehr Demokratie wagen, das klingt ja erstmal gut. Aber das Problem ist, und ich habe das damals auch schon darüber gesprochen, dass die Gefahr ist, mehr Demokratie wagen
Heißt es dann auch, dass sich dort Dinge verschieben? Mehr Demokratie wagen, heißt es dann mehr Stärken von Exekutive und Legislative? Dass man mit Mehrheiten alles machen kann? Ist das mehr Demokratie wagen? Und wo ist da, sind da die Rechte des Einzelnen so? Da habe ich schon diese Sorgen formuliert. Das ist halt, das ist so der Weg. Das klingt gut, mehr Demokratie wagen. Wer kann da schon was dagegen haben? So. Aber der Weg, der führt hin auch zu mehr Kollektivismus, dass dann eben eine Mehrheit wirklich ganz viele Dinge bestimmt. Und das ist genau dieses grundsätzliche Problem, was nicht nur in Deutschland ist, nicht nur in Israel ist, sondern was gerade weltweit ist. Mehr Demokratie wagen ist eine gefährliche Position auch. Aber genau so mit diesem Argument argumentiert jetzt auch die neue Regierung. Die sagt, wir haben ja eine Mehrheit und wir wollen die sagen, stellen sie ja nicht hin und sagen, hey Leute, wir bauen jetzt hier einen hardcore-autoritären Staat auf. Das sagen die nicht, sondern die sagen, wir berufen uns auf Demokratie. Wir wollen mehr Demokratie wagen. Das ist aber auch was sozusagen die israelische Regierung sagt. Und das muss man auch fairerweise sagen, um nur zu verstehen, woher die kommen. Diese israelische Regierung, die argumentiert halt, sie sagt halt, dass die Gerichte zu oft Politik machen und zu oft sich politisch einmischen. Und das Argument, das ist auch nicht ganz neu. Das gleiche Argument haben wir gehört in der Debatte in den USA, wenn es gerade so um das Thema Trump geht. Da ist auch ganz oft so die Rede davon, wie Gerichte politisch instrumentalisiert sind. Wo diese Diskussion auch aufkam, war in Italien unter Zeiten von Berlusconi. Der hat auch schon die ganze Zeit versucht, so die Macht, den Einfluss der Gerichte zu beschränken, weil er gesagt hat, ey, die Gerichte, die haben zu viel Macht. Die mischen sich in politische Fragen ein. Und durchaus ist dieses Argument auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Letztens geht es immer um Checks and Balances. Weißt du, wer hat mehr Einfluss und weniger? Und das ist zweifellos so, dass Gerichte auch Politik machen können. Dann wäre es auch nicht richtig. Zum Beispiel hatten wir dieses Thema auch in der durchaus kontroversen Sendung, die bei euch auch kontrovers angekommen ist, wo es gegenüber Abtreibung, Recht auf Abtreibung in Amerika, ist es verfassungsmäßig verankert? In der Verfassung steht nichts drin von Abtreibung. Und wo dann eben jetzt, war auch erst letztes Jahr, das Verfassungsgericht der USA, die halt gesagt haben, ey, wir können eigentlich sowas nicht entscheiden. Weil es ist eine politische Frage und dafür sind wir eigentlich nicht da. Eigentlich müsst ihr Volksvertreter, also die Parlamente müssen es entscheiden und nicht wir. Und was sehr kontrovers diskutiert wurde, was aus meiner Sicht völlig richtig ist. Also ich verstehe schon den Punkt, dass Regierungen gibt, die sagen, hey, die Gerichte, die nehmen sich zu viel raus. Die werden manchmal politisch instrumentalisiert, die sind auch ideologisiert und versuchen, gewisse Gesetze einfach zu verhindern. Der Vorwurf ist durchaus nicht völlig unberechtigt. Aber die Lösung, die jetzt hier diese neue Regierung anpflegt, indem sie einfach letztens aus den Gerichten einen Papiertiger macht, den sie selber bestimmen, wir setzen dann selber die Richter ein. Und sollte dann doch mal so ein Gericht sagen, halt, hier, das ist, entspricht nicht der Verfassung, dann zack, mit einer einfachen Mehrheit im Parlament können wir das overrulen, also überregeln. Ne? Und das ist natürlich dann hochgradig gefährlich. Und tatsächlich ist es so, dass jetzt in dieser Tage in Israel viel, viel Bewegung ist. Es sind Hunderttausende von Leuten auf den Straßen, die gegen diese Regierung, vor allem gegen diese Pläne der Justizreformen halt ankämpfen und demonstrieren. Da geht es zum Teil richtig zur Sache mit harten Polizeieinsätzen und so weiter. Und es sind halt Massendemonstrationen. Eben allein auch deswegen, wer jetzt hier meint, oh, Israel-Kritik darf man nicht machen. Aber hey, es sind Israelis selbst, die das kritisieren. Und es ist das traditionell linksliberale Israel, was jetzt auf den Straßen ist und was gegen diese Reform protestiert. Also das sollte man sich auch mal klar machen. Ja. Und ich habe ja mal so ein Bild. Es gibt, wie gesagt, jeden Tag dort große Demonstrationen. Das ist also das linksliberale Israel, was gegen diese Reformen und gegen diese Regierung demonstrierte. Ich habe das ausgesucht, weil hier die Frauen spielen da auch eine große Rolle. Es geht auch um Frauenpolitik und so weiter. Komm mal, wir schauen uns dann diese israelische Regierung noch ein bisschen genauer an. Und dann wird auch noch klarer, warum, wenn du jetzt Israeli bist, warum da so viele sind, die sagen, hey, boah, jetzt müssen wir auf die Straße gehen. Ne? Hier diese Frauen, die haben so alle so eine besondere Tracht an. Das kennt ihr wahrscheinlich besser als ich. Das kommt von irgendeiner gehypten Netflix-Serie. Und hot damn, ich dachte eigentlich jetzt im Kopf, aber jetzt fällt es mir nicht mehr ein, wie diese Serie heißt. Irgendwas mit Made.
Und da geht es wohl, Kollege Höfer hat, da auch mal, hat das uns mal erzählt, auch, da geht es auch um so eine dystopische Zukunft, wo halt dann gerade auch Frauen nur noch in so einer Rolle sind von Gebärmaschinen und so weiter. Und aus dieser Serie kommen diese Trachten. Also das ist jetzt so eine Art Kaste, die die bilden, wo die alles selber anhaben. Und naja, finde ich ja interessant zu diesem popkulturellen Kontext, also dass das dort in Israel auch eine große Rolle spielt. Aber wie gesagt, da sind jetzt ganz, ganz viele Leute auf den Straßen und die Vorwürfe, die gegenüber dieser neuen Regierung kommen, die sind halt, die sind schon heftig. Man wirft halt dieser neuen Regierung vor, ey, das ist nicht nur eine rechte Regierung, das ist eine rechtsextreme Regierung, das sind Faschisten. Und jetzt wissen wir natürlich aus unseren eigenen Diskussionen, die wir im Land führen, solche Vorwürfe, die werden sehr schnell inflationär gebraucht bei uns. Ganz viele Leute werden mit diesem Vorwurf konfrontiert, ah, das ist rechts, das ist faschistisch, das ist Nazi. Und hey, dieser inflationäre Gebrauch von diesen Vorwürfen oder auch von solchen Worten wie Nazi, der stört mich allein schon deshalb, weil wenn der so inflationär gebraucht wird, dieser Begriff seine Kraft verliert. Und dann tatsächliche Nazis oder Rechtsextreme dann gar nicht mehr so benannt werden, weil der Begriff einfach dann banal ist. Und jetzt benutze ich den Begriff selber, aber ich bin mir eben völlig bewusst, dass diese Begriffe inflationär betrieben werden. Aber hier eben nicht. Hier sprechen wir wirklich von einer Regierung, die auf jeden Fall in unserem mitteleuropäischen liberalen Verständnis rechtsextrem ist. Das ist das Krasse. Wie gesagt, Netanyahu, Likud, kann man vielleicht noch konservativ einordnen, aber wenn wir uns mal diese anderen Parteien anschauen, die da jetzt an der Regierung sind, die zum Teil Ministerposten haben, ey, dann wird es dann schon richtig unheimlich, gerade wenn man sich als Europäer das anschaut. Ja. Nehmen wir zum Beispiel den Mann Itamar Ben-Gvir. Der ist jetzt neuer Minister für innere Sicherheit. Der Minister für innere Sicherheit, das israelische Minister, das ist ungefähr vergleichbar mit bei uns dem Innenminister. Ich glaube, bei uns der Innenminister hat vielleicht noch ein paar mehr Sachen in seinem Ressort, aber das ist so vergleichbar. Was der Minister für innere Sicherheit in Israel hat, das ist die Kommandogewalt über Polizei, über Geheimdienste. Und hey, ich kann euch auch sagen, Israel, durch diese besondere Situation von Israel, rundum Staaten, mit denen man nicht auf freundschaftlicher Beziehung steht, sondern möglicherweise eher sogar in Feindschaft steht. Israel hat mit allen umgrenzenden Staaten schon Krieg gehabt in seiner kurzen Geschichte. Das ist eh klar, dass so ein Land wie Israel, da haben Sicherheitsorgane, Militär und Polizei haben nochmal einen größeren Stellenwert als in so Zivilgesellschaften wie bei uns. Das liegt einfach auch an der Situation von Israel. Das heißt, das ist ein einflussreicher Posten. Auch bei uns würde man sagen, der Innenminister ist eigentlich der wichtigste Ministerposten. Der kommt gleich in einem Kanzler. Das ist echt so, da hast du wirklich viel Exekutivgewalt, weil du eben diesen ganzen Staatsapparat befehligst. Ja. Jetzt dieser Mann, Itamar Ben-Gvir, der kommt von einer Partei, die heißt Otzma Yehudit. Und wenn du mal so recherchierst, was diese Partei und auch dieser Minister, was die für eine Vergangenheit haben, ey, das ist wirklich alarmierend. Dieser Itamar Ben-Gvir, der war schon im Gefängnis gesessen, in Israel, rechtskräftig verurteilt, wegen Volksverhetzung, Aufrufe zur Gewalt. All diese Vorwürfe, die man eben rechtsextrem machen kann, zu Recht, kann man dem machen. Der ist nach israelischem Recht schon im Gefängnis gewesen. Jetzt ist er Innenminister. Ich meine, das ist an sich schon eine interessante Geschichte. So. Und dieser Itamar Ben-Gvir, der hatte jahrelang, jahrzehntelang, sagt man, in seinem Büro so ein Porträt hängen gehabt von Baruch Goldstein. Das ist jetzt vielleicht auch ein Name, den kennt jetzt nicht jeder, Baruch Goldstein. Aber der Typ ist sozusagen ein Märtyrer für diese Hardcore-rechte, religiös-fanatische Pro-Siedler-Anti-Palästina-Fraktion. Der ist ein Märtyrer für die. Dieser Baruch Goldstein hat 1993 oder was, 93 war es glaube ich, einen Attentat begangen in Hebron. Hebron ist eine Stadt in der Westbank, also im Westjordanland. Eine der ältesten Städte der Welt. Hochspannend, ich war auch schon in Hebron. Und ich muss noch ein bisschen weiter ausholen. In Hebron, da gibt es das Grab der Patriarchen.
so wird das genannt, dass offiziell, ob es dann wirklich so ist, ob das wirklich die Knochen von denen sind, das sei mal dahingestellt, aber dass offiziell ist dort die Höhle der Patriarchen, die Machpela heißt sie, glaube ich, die Höhle Machpela. Und dort sollen drei Patriarchen und ihre Frauen begraben sein, nämlich Abraham, Isaak und wer war der dritte? Ich schmeiße es immer durch. Ach ja, genau, und Jakob. Abraham, Isaak und Jakob sollen dort ihr Grab haben. Und diese Patriarchenfiguren, die sind sowohl für die Juden als auch für die Moslems sind es ganz, ganz wichtige Leute. Und deren Grab ist eine Pilgerstätte. Für die Juden offensichtlich, das wissen wir, Vater Abraham spricht man immer, der gilt als der Stammvater der Juden, also der Vater dieses Geschlechts. Natürlich wird er von den Israelis besonders verehrt, aber Abraham gilt auch als der Stammvater der Araber, Abrahamer, könnte man fast sagen. Das ist witzig. Und einer von den Söhnen, der hat ja dann mehrere Söhne, dieser Abraham, und der eine ist dann eben so der Vorfahr von den Juden geworden, der andere ist der Vorfahr dann von den Arabern geworden. Aber beide beziehen sich auf diesen Abraham und auf diese frühen Patriarchen. Das heißt, für die Moslems ist diese Höhle Machpela genauso ein absolut wichtiger Ort, die dorthin pilgern seit Jahrhunderten zu diesem Grab. Ja. Und das ist absoluter Hammer, wenn du dort bist. Es können auch heute beide Religionsgruppen und Volksgruppen können zu diesem Grab. Das ist keine Höhle in dem Sinne, wie wir uns eine Höhle vorstellen, so eine Wildnis. Das ist ja in der Stadt und die Höhle ist halt uralt. Heute ist es sozusagen eine Art, da ist ein Gebäude und da drin finden sich diese Gräber, die vermeintlichen. Und das ist dann so geregelt, dass die Juden können von der einen Seite haben die da Zugang und die Araber von der anderen. Und alles dann natürlich mit Hochsicherheit und hinter Gittern. Und dann kannst du dann durchs Gitter hinweg, kannst du dann vielleicht so den Sarkophag berühren. Und was weiß ich, warum die Leute das machen, mal da irgendwie einen Segen zu bekommen. Und die sehen sich direkt gegenüber, es sind nur ein paar Meter. Also auf der anderen Seite kommen halt da die jüdischen Pilger und dort die islamischen. Und deswegen ist wirklich so ein Punkt, wo sich dieser ganze Nahostkonflikt verdichtet. Ja? Ähnlich vielleicht auch wie am Tempelberg in Jerusalem. So ist auch Hebron, diese Höhle Machpela. Super spannender Ort. Ja? Und kannst du auch hinfahren. Ja? Das israelische Militär ermöglicht beiden, dorthin zu kommen. Offiziell wird es verwaltet von den Arabern. Das israelische Militär ist dort der Boss. Ja, so ist die Situation dort in Hebron. Und genau dort, in dieser Höhle Machpela, hat also 1993 dieser Baruch Goldstein einen Attentat verübt. Baruch Goldstein gehört zu extremistischen Siedler, Palästinenser-Hasser. Und der hat dort schwerst bewaffnet, hat einen Massaker angerichtet unter den islamischen Pilgern, die dort zum Grab der Patriarchen gepilgert sind. Und der hat, wie viele Leute waren es damals? Habe ich es mir irgendwo aufgeschrieben? 29 betende Muslime wurden dort erschossen von denen, 29. Und es gab hunderte von Verletzten. Also wirklich ein Massaker, ein Blutbad, was der angerichtet hat, an diesem heiligen Ort. Und naja, logischerweise für die aus Seiten der Palästinenser ist der Typ ein absolutes Feindbild. Aber ebenso extremistische Siedler, die feiern den ab. Die feiern den ab als Märtyrer. Der hat natürlich sein Leben auch selbst dort gelassen, hat so lange geschossen, bis sie ihn halt gehabt haben. Ja. Und der wird von diesen extremistischen Siedlern wird er als Vorbild gesehen, was man den Kindern erzählt. So, der ist jemand, an dem man sich orientiert. Der ist ein Held, ein Märtyrer. Und der Typ, der jetzt Innenminister ist und die Polizeieinheiten kontrolliert und befehligt, der hat jahrzehntelang diesen Baruch Goldstein als Porträt in seinem Büro gehabt. Allein der ist, da weißt du schon, wohin die Richtung geht. Ja. Hier diese Partei, zu der gehört, die Otzma Yehudit. Wenn du bei denen mal recherchierst, was ist eigentlich deren Programm, was sind das? Das ist jetzt für uns von außen oft nicht so klar einzusehen. Ey, da kommen ein paar Dinge ans Licht. Da kann man als Europäer, als Mitteleuropäer echt nur den Kopf schütteln. Wenn ich überlege, wie groß die Aufregung bei uns ist, wenn jemand von der AfD, wenn die nur mal zusammen Mittagessen mit jemandem von einer anderen Partei, das nicht, ja, mit denen dürfen wir nicht und so weiter. Aber hier reden wir von Leuten, die sind wirklich extremistisch, die sind militant, die sind weit weg von dem, was wir Rechtsstaat nennen. Hören wir uns mal ein bisschen was an aus dem Programm von Otzma Yehudit. Diese Partei ist Vertreter von einem Prinzip, was in der arabischen Welt schon seit Jahrzehnten gefürchtet ist, wenn man es ausspricht, nämlich Eretz Israel.
Eretz Israel heißt nichts anderes als Groß Israel, könnte man das übersetzen. Und das bezieht sich auf eine Aussage aus dem Alten Testament. In Genesis, haben wir aufgeschrieben, ja, bibelsicher, Genesis 15, 18. Ich lese es frei in der Luther-Übersetzung vor. An dem Tage machte der Herr einen Bund mit Abraham und sprach: Deinem Samen will ich dies Land geben, von dem Wasser Ägyptens bis an das große Wasser Euphrat. Ende. Das steht im Alten Testament, dementsprechend auch in der Tora, das ist jüdische Religion. Das ist so die Grundidee, die hinter dem ganzen Zionismus steht. Also diesen Anspruch, den die Juden auf dieses Land haben. Sie sagen, dieses Land haben wir von Gott bekommen. Und so steht es auch hier in diesen heiligen Schriften drin. Da steht, das haben wir von Gott bekommen. Und deswegen, egal ob ihr Palästinenser seid oder nicht, es ist unser Land. Das ist ja eh schon höchst fragwürdig, ich meine, von der Argumentation her. Aber hier geht es nicht nur um eben diese engen Grenzen. Israel ist ein echt kleines Land. Ich war schon mal dort, das ist winzig so. Ey. Aber hier steht da drin, dass die Grenzen von Israel, das, was sie von Gott bekommen haben, der Nil sind und der Euphrat. Ey, und wenn du da mal so ein bisschen mit der Geografie vertraut bist, das ist auf einmal ein ganz großes Land. Von Israel zum Euphrat-Tigris, das ist heutzutage Irak. Ey, da liegen halt mal noch Jordanien und Syrien dazwischen. So. Das ist dann auch Eretz Israel. Und der Nil, hey, da brauchen wir nicht groß reden, Ägypten. Die haben dort eine wirklich Urangst vor genau diesem Eretz-Israel-Konzept. Das ist der Grund, warum islamische Länder von Anfang an diesen Staat Israel seit seiner Gründung als Feind sehen. Weil sie eben Sorge haben, dass früher oder später dieser Anspruch das Ziel ist. Weil wenn die argumentieren, hey, wir gründen hier unseren Staat Israel, weil Gott uns das Land geschenkt hat, und in demselben heiligen Texten steht, die Grenzen sind von Nil bis zum Euphrat, dann ist klar, dass alle arabischen Länder dort Sorge haben, dass das eigentlich der Anspruch ist. Und wir sehen auch tatsächlich Israel ständig die Grenzen erweitern. Das spielt eben auch rein, diese Siedlungspolitik, dass man in den besetzten Gebieten von israelischem Militär besetzt, im Westjordanland, dass man dort ständig Siedlungen baut, Fakten schafft, um sozusagen die Grenzen zu erweitern. Das sehen natürlich die Araber dort und davor, boah, haben die halt echt Sorge. Dass wenn Israel irgendwann so stark ist, dass sie es einfach mit Gewalt durchsetzen. Ja, und was wird dann aus den Millionen Ägyptern, die da am Nil leben, muss da woanders hin. Aber wohin? Da ist nur noch Wüste. Ägypten hat nichts anderes außer den Nil. Und ähnliches ist es halt auch für Länder wie Irak. Das heißt, dieser Eretz-Israel-Gedanke, und es ist keineswegs so, dass den alle Israelis fahren. Ja, das ist mir auch klar. Die meisten Israelis, die ich kenne, die würden sowas nicht verfolgen. Aber diese Parteien, die jetzt an der Macht sind, die verfolgen das. Das ist deren Programm. Eretz Israel. Was die weiterhin vorhaben, es kommt von ihren Seiten. Stärkung des jüdischen Charakters des Staates Israel. Jüdische Souveränität auf dem Tempelberg. Auch am Tempelberg, haben schon ein paar Mal angesprochen. Einer der Hotspots auf der Welt. Auch da, das geht so lange zurück. Ich könnte eine ganze Sendung drüber machen, gab es vielleicht sogar schon mal. Warum dieser Tempelberg so wichtig ist und warum der für diese drei Religionen, das Christentum auch dazu, warum das so eine Bedeutung hatte. Und zu sagen, jüdische Souveränität auf dem Tempelberg ist für Palästinenser oder überhaupt für Moslems ein absolutes No-Go. Es geht gar nicht. Ja? Und das wäre dann eben diese Einseitigkeit. Es würde auch bedeuten, dass dann eben der dritte Tempel gebaut wird und dann eben die Al-Aqsa-Moschee und auch der Felsendom. Bauwerke, die über 1000 Jahre alt sind, die so wichtig sind in der islamischen Kultur, die müssen halt dann weg. Wir haben über diese Tempelberg-Problematik schon gesprochen. Das sind jedenfalls Parteien, die hier eindeutig sagen, jüdische Souveränität auf dem Tempelberg, jüdischer Charakter des Staates Israel. Wir dürfen nicht vergessen, im Staat Israel gibt es auch, ich weiß gar nicht, wie viele es sind, aber das sage ich lieber keine Zahl, aber es gibt auch eine ganze Reihe von arabischen Bürgern in Israel. Islamische Bürger gibt es auch. Aber die sind jetzt schon ein bisschen Bürger zweiter Klasse. Aber das, was sie noch viel, viel, viel mehr fordern, ja. Jüdischer Charakter des Staates. Wer nicht Jude ist, ist dort eigentlich kein richtiger Bürger mehr. Das, was sie fordern. Das sind natürlich starke, massivste Eingriffe in Grundrechte von Menschen. Aber ich sage euch, das Ganze wird noch krasser. Zum Teil, wenn du den Jargon hörst, in welchen Worten die ihre Programme, ihre Visionen haben,
dann würden wir als Europäer, gerade als Deutsche, würden sagen, ey, das ist faschistoider Jargon, das ist Nazi-Jargon. Und ich weiß, ich habe es nicht gesagt, diese Begriffe sind inflationär. Ich benutze sie nicht inflationär, aber hier reden wir wirklich von sowas. Hier mal ein paar Zitate von dieser, wie heißt du nochmal, Otzma Judith. Zitat. Die Herrschaft wird eine jüdische Herrschaft sein. Wir wollen den jüdischen Staat weder im Krieg noch im Frieden noch durch westliche Demokratie verlieren. Jetzt kommt es auch interessant. Ja, weil bei uns ist ja so, unsere Ausrichtung ist ja jetzt schon sehr linksliberal, woke Themen und so weiter, Rainbow, das ist ja so, wo unser Land gerade so schwingt. Dann hört mal, was hier die israelische Regierung von solchen Sachen hält. Westliche Demokratie, dieser ganze Liberalismus, nichts damit. Ja. Otzma Yehudit befürwortet einen totalen Krieg. What? Das ist wirklich diese Worte, das kommt aus deren Programm, das steht dort drin. Die befürworten einen totalen Krieg, ohne Verhandlungen, ohne Konzession, ohne Kompromisse, gegen die Feinde Israels, wer auch immer dann Feind ist. Das ist schon auf so eine Liste, aber vor allem geht es natürlich um die Araber. Und will jene Araber, die dem Staat Israel feindlich und illoyal gegenüberstehen, in arabische Länder umsiedeln. Hier reden wir wirklich, ich habe es euch gesagt, es gibt Araber, Moslems, die Bürger sind in Israel. Das ist deren Staatsbürgerschaft. Aber da kann dann ganz schnell hier diese Regierung sagen, weißt du was, allein schon, weil du eben Moslem bist, trauen wir dir nicht mehr. Du wirst jetzt übersiedeln, musst jetzt raus aus dem Land, bist rausgeschmissen, wirst vertrieben. Eigentlich, es ist so grotesk, wenn man sich das überlegt, weil das sind doch eigentlich genau die ganzen Themen, die das jüdische Volk, die jüdische Schicksalsgemeinschaft doch in diesen ganzen Verfolgungen in Europa, in Deutschland, rund um den Zweiten Weltkrieg erlebt haben. Ja. Aber wie können die jetzt selber wiederum sagen, andere Leute nur aufgrund von deiner Geburt, hey, du gehörst nicht zu uns und verlierst hier Staatsbürgerrechte, wirst vertrieben. Möglicherweise musst du erstmal eine Weile mit einer Binde rumlaufen, wo ein Halbmond drauf ist oder sowas. What? Ey. Aber es ist noch nicht alles. Der Staat Israel müsse sich an jüdischer Moral und jüdischen Werten orientieren und jüdische Interessen vertreten. Dementsprechend verlangt Otzma Yehudit die Stärkung und Förderung der traditionellen Familie und lehnt Abtreibung und gleichgeschlechtliche Ehen ab. Also diese ganzen liberalen Ideen, die zum Teil manchmal schon skurrile Blüten treiben, der wir uns im Westen hingeben, das wird von diesen Leuten komplett abgelehnt. Nicht nur abgelehnt, sondern sie identifizieren es als Feind. Westlicher Liberalismus ist aus deren Sicht eine Feindideologie, die sie bekämpfen. Abtreibung werden bekämpft, gleichgeschlechtliche Ehen geht gar nicht. Ja? In wirtschaftlicher Hinsicht tritt die Partei für einen jüdischen Kapitalismus ein, bei gleichzeitiger Unterstützung für arme, alte, kranke, behinderte und schwache Teile der Bevölkerung. Jüdischer Kapitalismus, ey, das zu koppeln an die Ethnie, an die Nation, das ist nichts anderes aus meiner Sicht wie Nationalsozialismus. Ein Sozialismus, aber der national ist. Damals war die Rede von, es ist ein deutsches System. Ja, mit deutschen Werten, was auch immer die dann sind. Ja. Und hier machen die genau eins zu eins das halt mit jüdischen Werten, die dann im Vordergrund stehen. Die natürlich, wer definiert die? Also diejenigen, die dann an der Macht sind. Das ist gefährlich, Leute. Ey, ich sage euch ganz klar, wenn ich in so einem Staat leben müsste, das wäre ein Albtraum. So. Wo so eine Regierung ist. So. Und wenn wir jetzt die Sprache von denen anschauen, diesen Jargon, auch so Begriffe wie totaler Krieg, Leute, das ist kein Zufall. Wenn du Israeli bist und du bist politisch gebildet, das sind ja Politiker, dann wissen die, was mit totalen Krieg gemeint war. Dann kennen die natürlich die Rede von Goebbels und so weiter im Kristallpalast damals. Oder was der Sportpalast hier ist, Kristallpalast ist was anderes, Entschuldigung. Dann kennen die das, der Begriff des totalen Krieges, das ist kein Zufall oder ein Übersetzungsfehler oder sowas, sondern das sagen die ganz bewusst. Und das ist eigentlich so, was einen so schockiert. Wir in Mitteleuropa sind so darauf konditioniert, wir sind so aufgewachsen, also ich auf jeden Fall, auch in so einem linksliberalen Leben und Leben lassen und so. So ein Jargon, der ist im Innersten irritierend und aufwühlend. Aber das ist, von was die reden. Und deswegen ist die Aufregung verständlich, die da in Israel ist, wenn die Leute jetzt dagegen demonstrieren, gegen so eine Regierung. So eine Regierung am Staat. Und wenn die jetzt noch es schaffen, diese Justiz auch noch aus dem Weg zu räumen, dann können sie machen, was sie wollen.
Da können sie mit ihrer einfachen Mehrheit, die sie haben, krasse Dinge durchsetzen. Fragen von Krieg und Frieden, Fragen von Vertreibung von Menschen, von Entstaatlichung von Menschen. Das sind alles solche Entscheidungen, dann nur noch eine Frage von der Mehrheit. Und das ist, wo es richtig kritisch wird. Hier einen anderen Typen möchte ich euch noch vorstellen. Das ist hier dieser Gentleman. Ne? Das ist Bezalel Smotrich. Der ist auch Minister in der neuen Regierung. Der ist Finanzminister. Und der kommt von der Religious Zionist Party. Was an sich auch schon durchaus ein Widerspruch ist. Da kommen wir auch noch drauf. Und weil ihr meint, ey, vielleicht übertreibe ich ja. Vielleicht übertreibt er das da auch noch. Vielleicht stelle ich ja da die israelische Regierung ein schlechtes Licht, um einfach so auf Israel rumzuhaken. Aber das stimmt überhaupt nicht. Der Typ sagt von sich selber, Zitat, I am a fascist homophobe. Ein Faschistoide, ein Faschist und Homophob, so bezeichnet er sich selber. Der Typ hat selber gesagt, Gay Parades, Gay Pride Parades, also sowas wie Christmas Street Day, wenn die dort Demonstrationen parat machen. Der Typ hat gesagt, solche schwulen Paraden sind worse than bestiality. Schlimmer als Tiere, schlimmer als Bestien. Denkst du, what? Sowas zu sagen, ey, das wäre bei uns in Europa eine so extreme Position. Ich weiß nicht, du kannst wahrscheinlich bei uns ins Gefängnis kommen für solche Aussagen. Also das ist Volksverhetzung, oder nicht? Auf jeden Fall eine extreme Position. Ich kenne niemanden, wirklich, ich kenne niemanden im Umfeld, der solche Positionen vertreten würde. Das ist so krass außen ist das, ey. Und warum natürlich die Araber sich auch Sorgen machen, ist so ein Statement hier. Und ich könnte euch noch viel, viel mehr von diesen Statements bringen. Die Typen machen jahrzehntelang, sagen nichts anders. Und das sind Dinge, die öffentlich sind. Das ist hier auf Twitter. Ja, auf Twitter gekommen. Das geht auch auf eine ganz aktuelle Entwicklung. Da geht es um eine Stadt, Huwara, das ist auch eine Stadt im Westjordanland, wo es jetzt in den letzten Wochen, Monaten immer wieder gewaltsame Auseinandersetzungen gab. Es ist das alte Thema, Siedler gegen Palästinenser. Und hey, ich weiß, bei den Palästinensern, da gibt es auch einige Leute, die weit weg sind von Heilung und Vergeben, sondern die auch mit höchster Militanz natürlich Israelis bekämpfen. Ich weiß es. Ich war dort. Ich habe wirklich, als ich selbst in Israel war, ich habe mit so vielen Menschen gesprochen und alle haben irgendwie eine Leidensgeschichte aufzuerzählen. Es gibt wahrscheinlich keine Israelis, die nicht irgendjemanden kennen oder in ihrer eigenen Familie haben, der irgendwie in dieser Auseinandersetzung mit Palästinensern, Arabern gelitten hat, der dort Opfer wurde von Terror oder in seiner Militärzeit oder was auch immer. Aber umgekehrt, auch wenn du so in die Palästinensergebiete gehst, ich habe dort Stories gehört von Leuten, die mit 14 in den Militärgefängnissen israelischen saßen und solche Sachen. Ja. Und der Hass, der ist von beiden Seiten extrem groß. Jetzt kommen wir so als neutral, als Europäer. Ich stehe da zu keiner Seite, auf keiner Seite. Aber ich verstehe auch durchaus so die ganzen Sorgen, die da herkommen. Aber wipe out? Er sagt hier, diese Stadt, wo es eben zu Gewalt kommt zwischen israelischer Armee und Palästinensern, diese Stadt sollten wir auslöschen. Das ist, was Wipeout heißt. Und wenn ein Minister sowas sagt, ein Minister spricht davon an, eine ganze Stadt auszulöschen, ich weiß nicht, wie viel mehr Alarm wollt ihr? Das sind extreme Positionen. Ja. Wie gesagt, bei uns, in unserem Verständnis, ja, wenn du solche Dinge öffentlich sagst, kommst du ins Gefängnis. Aber hey, auch in Israel, solche Leute waren ja im Gefängnis. Jetzt sind sie aber an der Regierung. Jetzt mal, muss man ja auch mal fragen, okay, aber wie sind die denn dann eigentlich an die Regierung gekommen? Das ist ja immer so, weißt du, ich meine, wo so Trump kritisiert wurde und so weiter, muss man aber auf der anderen Seite sagen, irgendwer hat den da gewählt. Wenn hier alle mal auf AfD rumschimpfen, irgendwer hat die gewählt. In meiner Stadt, in Chemnitz, das ist ein Drittel der Leute. Sind die jetzt alle Verbrecher? Irgendwer hat ja diese Leute auch gewählt. Sie sind demokratisch an die Regierung gekommen. Die haben sich nicht da hochgeputscht, sondern die wurden gewählt. Wer wählt denn diese Leute? Und jetzt kommen wir mal zu einem ganz Besonderheit, die dieser israelische Staat hat. Der hat natürlich viele Besonderheiten. Das ist in gewisser Hinsicht eine Anomalie. Aber was Besonderes ist, das sind die Rolle der orthodoxen Juden und der orthodoxen Strömung, der religiösen Strömung. Und da müssen wir nochmal weit ausholen, auch in diese Geschichte von Israel. Der Zionismus
ist keine religiöse Bewegung. Der Zionismus ist eine weltliche Bewegung, ist eine politische Ideologie, die, wie so viele Ideologien, mit denen wir uns heute rumschlagen müssen, aus dem 19. Jahrhundert kommt. Und die Idee des Zionismus war eben, ein jüdischer Staat zu gründen in Palästina. Man hat sogar am Anfang auch noch andere Ideen diskutiert, möglicherweise auch woanders. Aber die Idee war, einen jüdischen Staat zu bilden. Und die orthodoxen Juden, die religiösen Juden, die wollten das eigentlich gar nicht. Denn aus deren Sicht ist die Diaspora, also dieses Aufteilen von den Juden, dass die eben keinen Staat haben, sondern dass die eben verteilt sind auf der Welt, die Diaspora ist aus Sicht der religiösen Juden eine Strafe Gottes. Weil eben die Juden damals sich versündigt haben am mosaischen Gesetz, was auch immer genau. Und als Strafe kam dann eben das böse Rom und hat halt dort alles zerstört. Und seitdem ist Diaspora. Und aus Sicht der religiösen Juden kann nur Gott diese Strafe wieder aufheben. Und wenn Gott dann die Strafe aufhebt und die Hennen alle nach Hause ruft, dann kann es vielleicht sein. Aber viele religiöse Juden, auch damit müssen wir sagen, es gibt nicht dieses eine religiöse Judentum. Da gibt es ganz viele Gruppen und Sekten und Strömungen. Das ist viel, viel vielfältiger, als die meisten sich bei uns das vorstellen wollen. Ne? Aber die meisten von diesen orthodoxen Juden haben eben den Zionismus abgelehnt. Jetzt war es aber auf der anderen Seite für die Zionisten, als es dann auch soweit war, dass man den Staat Israel gründet, wollten die unbedingt die Religion auch mit reinholen, um letztendlich den Staat Israel auch eine Legitimation zu geben. Und wir haben ja vorher schon gehört, diese Grundlage, warum Israel dort einen Staat gründen darf, bezieht sich eben auf Religion, auf die Tora, aufs Alte Testament. Und deswegen brauchte man zur Legitimierung die religiösen Juden im Land, dass die dort mitmachen. Naja, und da hat man denen halt ein paar ganz gute Angebote gemacht. Wie wär's, würdest du mitmachen im Staat Israel, wenn du Steuervorteile hast? Wenn du nicht so Steuern zahlen musst wie die anderen? Hm, klingt gut. Wie wär's, wenn du auch nicht zum Militär musst? Und ich sage euch, in Israel ist Militärdienst ist bindend für Männer und für Frauen. Und auch Frauen gehen da 2 Jahre ins Militär, Männer 3 Jahre. Und da ist nicht Militär, wir warten mal, bis unsere Zeit verbrannt ist und knipsen jeden Tag was von unserem hier Zeitband ab. In Israel, wenn du Militär bist, dann hast du tatsächlich mit Gewalt zu tun, weil Israel ständig Stress mit seinen Nachbarn und ständig Stress mit den Palästinensern. Das heißt, Militärzeit in Israel ist kein Zuckerschlecken. Aber die orthodoxen Israelis müssen nicht ins Militär. Es gibt keine Militärpflicht. Es geht sogar noch weiter. Was haltet ihr davon, wenn du gar nicht arbeiten musst? Du musst jetzt nicht mehr große Steuern zahlen, du musst auch nicht ins Militär gehen. Ey, du musst eigentlich nur nicht mal arbeiten und bekommst trotzdem eine Unterstützung vom Staat. Ey, das klingt cool. Und tatsächlich ist es so, orthodoxe Juden müssen nicht arbeiten, sondern die werden bezahlt vom Staat Israel für ihre spirituelle Arbeit. Das wird argumentiert. Die machen halt Tora-Forschung ihr Leben lang. Und man, Tausende, Zehntausende Leute machen Tora-Forschung. Wie intensiv die da forschen oder nicht, das ist wahrscheinlich auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Aber dafür werden sie bezahlt vom Staat. Und es ist, glaube ich, offensichtlich für euch, dass so eine Bevölkerungsstruktur natürlich den Keim der Polarisierung in sich trägt. Und als ich in Israel war, das war so Mitte der 90er, und da war es auch schon so eine heiße Zeit. Das war ein Jahr nach dem Attentat auf Rabin, der eher wieder so ein linksliberaler Israeli ist. Der wurde auch schon erschossen, nicht von Palästinensern, sondern von extremistischen Terrorgruppen, die eben aus diesen Siedler und Leuten kommen. Ne? Die bekämpfen nicht nur die Palästinenser, die bekämpfen auch das linksliberale Israel. Die haben den Rabin erschossen und so manchen anderen auch. Und als ich damals in Israel war, da habe ich schon die wirklich groteske Szenen gesehen. Da habe mir nachher schon gedacht, ey, das kann ja nicht funktionieren. Ich war gerne dann ich war ein paar Tage in Jerusalem, großartige Stadt, das Reiseziel, der Hammer. Aber es knistert auch die ganze Zeit, ist immer spannend. Und ich habe residiert in Ost-Jerusalem, das ist der arabische Teil. Ganz einfach, das ist schon ein bisschen billiger, ist ein günstiger. Aber ich bin gerne dann auch, dann nach West-Jerusalem gegangen, in das israelische Jerusalem. Allein schon, da gibt es mal abends ein bisschen Nightlife, kannst mal wieder in eine Disco gehen, kannst mal ein Bier trinken in irgendeiner Bar oder sowas. Alles Dinge, die in Jordanien halt null möglich sind. So Amman,
die Hauptstadt von Jordanien ist eine der langweiligsten Hauptstädte der Welt. Aber in Israel kannst du abends mal Party machen und so. Und, total spannend. Aber was mir da schon aufgefallen ist, ist Freitagabend und in dem weltlichen Jerusalem, wo dann auch Kinos sind und Restaurants und Bars und so, dort hält man sich halt auf, bis so Freitagabend cool mal ins Wochenende reingeht. Und dann sind dort ein Haufen junge Leute, so, die zum Teil in ihren Militärdienst leisten und jetzt haben mal halt zwei Tage frei haben. Die wollen halt dann irgendwo mal feiern gehen, gehst mal mit deiner Freundin mal essen, gehst ins Kino und so ein Zeug. Aber die wurden dann angegriffen von orthodoxen Juden. Von alles Männer, alles junge Männer, die so die liberalen Israelis angegriffen haben. Weil die sagen, Freitagabend nach Sonnenuntergang fängt der Sabbat an, der Feiertag. Und im Sabbat gibt es ganz, ganz viele Regeln, zum Teil auch wirklich groteske Regeln, die halt irgendwie tausende Jahre alt sind und die man jetzt versucht irgendwie anzupassen in unsere moderne Welt. Aber nein, eher ist es umgekehrt. Die moderne Welt wird an diese alten Regeln angepasst. Das sind dann zum Teil wirklich skurrile Dinge. Aber ich habe das mit eigenen Augen gesehen, wie der Anfang der 90er, oder Mitte der 90er war es, wie da orthodoxe Juden mit Steinen werfen auf Autos, auf Leute, die da einfach nur am Wochenende ein bisschen Vergnügen haben wollen. Und die unter der Woche vielleicht mit Stahlhelmen ihren Kopf hinhalten, zur Sicherheit von diesen orthodoxen Juden. Und dann bist du am Wochenende mit Steinen beschmissen. So. Da habe ich mir damals auch gedacht, ey, das ist aber ziemlich unvereinbar. Das kann nicht so richtig funktionieren auf Dauer. Und jetzt kommt was ins Spiel, etwas, was auch hier bei uns höchst ungern diskutiert wird, ja, weil dieses Phänomen nicht nur im Zusammenhang mit Juden und Palästinensern, sondern auch anderswo, ist der demografische Faktor. Es ist so, in diesen religiösen und auch in diesen Siedlerbewegungen, die sind ziemlich frauenfeindlich. Das muss man ganz klar sagen, die sind frauenfeindlich. Und Frauen werden dort vor allem gesehen als Gebärmaschinen. So wie wir es vorher auch in dieser Demonstration gesehen haben, die sich auf diese dystopische Netflix-Serie bezieht. Aus Sicht der Orthodoxen sind Frauen reine Gebärmaschinen. Die haben dann eben sehr, sehr viele Kinder, sind als Großfamilie, immer mehr. Und dieser demografische Faktor, der dient dazu sozusagen zu legitimieren, hey, wir sind hier geboren, weil das ist auch was ich hier unbedingt sagen möchte. Jeder hat eigentlich ein Naturrecht, wenn du irgendwo geboren bist, es ist deine Heimat. Und mir geht es keinesfalls darum zu sagen, ja, hier, Israel muss weg, Israel ist der Unrechtsstaat oder sowas. Das ist so ein kompliziertes Ding. Ich kenne Israelis, die sind ja nun mal dort geboren. Deren Eltern sind auch schon dort geboren. Wo sollen die denn hin? Klar, die könnten auch theoretisch woanders hin. Klar, theoretisch kannst du auch die Palästinenser woanders hinschicken. Aber diese Menschen haben auch ein Grundrecht und ein Naturrecht. Ja. Also mir geht es keinesfalls darum, jetzt hier so einseitig zu sein. Ja. Aber dieser demografische Faktor, der sorgt dafür, dass diese ganzen religiösen und Siedlerfamilien unglaublich viele Kinder bekommen, um eben Fakten zu schaffen. Hier ist unser Land, hier siedeln wir, hier sind wir schon seit drei Generationen. Das könnt ihr uns nicht wegnehmen, auch wenn die ersten Siedler, die dort hingekommen, möglicherweise einen Rechtsbruch begangen haben. Aber das ist der demografische Faktor, der übrigens auch von der palästinensischen Seite gezogen wird. Manche sagen sogar, das ist vielleicht der mächtigste und vielleicht einzige Waffe, die sie haben, ist Demografie, das sind viele Kinder. Und tatsächlich, ich glaube, es hat so ziemlich niemand auf der Welt hat so hohe Geburtenraten wie die Palästinenser. Die haben die höchsten Geburtenraten der Welt. Da geht es auch um den demografischen Faktor. Die Idee, vielleicht in fünf Generationen sind wir so viele, dass dann die Israelis weg müssen, weil wir dann da sind. Und so, genau so sind diese Extremisten von den Siedlern auch. Die haben einfach unglaublich viele Kinder. Und ja, dann ist es eigentlich nur noch Mathematik. Wenn diese extremistischen Leute, wenn die halt im Durchschnitt 10 Kinder pro Familie haben und linksliberale, weltliche, westlich orientierte israelische Familien halt nur ein oder zwei Kinder haben, wie es bei uns ist, dann ist klar, dass das irgendwann aus dem Gleichgewicht gerät. Und das war in den 90ern, habe ich mir damals schon gedacht, boah, das ist unvereinbar. Diese beiden Pole sind komplett unvereinbar. Das moderne, linksliberale Israel und diese religiösen Fanatiker, dieser religiöse Fanatismus, das passt nicht zusammen. Das kannst du nicht vereinen. Und es ist dann nur eine Frage der Zeit, bis diese religiösen Kräfte halt immer stärker werden und die Linksliberalen in die Minderheit geraten. Und genau der Zeitpunkt ist jetzt gekommen. Deswegen werden diese Parteien gewählt. Und für alle so modernen, westlich orientierten Israelis ist das jetzt der Zeitpunkt, wo du merkst, ey, shit,
Wir sind outnumbered. Die anderen wären mehr und die übernehmen dann den Staat. Noch ist es, sind wir in dem Übergang. Immer noch ein Netanyahu, der steht immer noch auch für dieses alte, weltliche Israel. Der Bruder von Netanyahu, nur mal so am Rande, ist eine ganz große Heldenfigur in Israel. Und der Bruder Netanyahu, der starb 1976, was glaube ich, bei dieser unfassbaren Aktion des israelischen Militärs auf dem Flughafen Entebbe in Uganda. Ich weiß nicht, ob ihr die Story schon mal gehört habt, können wir mal eine andere Geschichte genauer erzählen. Aber dort haben, kurz gesagt, so ein israelisches Militärkommando, die sind dort eingeflogen und haben eine entführte Maschine, da waren auch Deutsche dabei, interessanterweise, so von Palästinensern, RAF entführt. Und die haben die nach Uganda gebracht. Dort war damals Idi Amin, auch so ein völlig verrückter Despot. Und auch das Militär von Uganda hat nicht die Terroristen bekämpft, sondern auf Seiten der Terroristen. Und in dieser Maschine waren die Mehrzahl, glaube ich, der Passagiere waren Israelis. Und die wurden dann dort auch getrennt. Und auf jeden Fall hat der Staat Israel gesagt, okay, wir müssen die da rausholen. Und haben eine wirklich einmalige, also unfassbare, eine Husarenritt, könnte man sowas nennen, eine Aktion gestartet, wo die so mit Elitekräften, 50 Mann oder sowas, mit drei Flugzeugen dort reingeflogen sind. Unterhalb der Radarlinie nachts und haben dann dort die ganzen Geiseln befreit, die wieder ins Flugzeug gepackt und nichts mehr weg raus aus Entebbe. Was für eine Aktion! Und der Kommandant von dieser Truppe war der Bruder von Netanyahu und der ist als einziger, glaube ich, auch von den Israelis dort gefallen. Das heißt, der ist ein Volksheld. Das heißt, dieser Netanyahu wird jetzt nicht so gesehen als Extremist. Da gibt es immer noch eine Verbindung zur Mitte. Und ich sage jetzt nicht, dass jetzt schon Israel ein Gottesstaat geworden ist, aber sie sind auf dem Weg dahin. Das ist das. Und ich sehe das mit einem Fragezeichen. Israel auf dem Weg zum Gottesstaat? Und dann eben die Frage, wie gehen wir dann mit so einem Staat um? Und das ist vielleicht jetzt das nächste Thema. Wie gehen wir Europäer und wir Deutschen eigentlich jetzt damit um? Offensichtlich haben wir natürlich eine ganz besondere Beziehung zu Israel. Das begründet unsere Geschichte in den Völkermorden, in den Gräueltaten, in der jüdischen Verfolgung. Über Jahrhunderte hinweg, muss man sagen. Es ist eine äußerst schwierige Geschichte. Und deswegen haben wir ein besonderes Verhältnis zu Israel. Vor ein paar Jahren hat Angela Merkel gesagt, als sie Kanzlerin war, die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson. Das ist nochmal was anderes als außenpolitisch, okay, wir unterstützen die. Staatsräson heißt, dass man 100% und mit allem, was man hat, hinter der Sicherheit von Israel steht. Und ich kann es verstehen. Man kann es durchaus kritisch sehen, aber ich kann es verstehen, warum das so ist. Nur kommen wir jetzt natürlich in eine Art moralische Zwickmühle, in eine Bredouille. Denn zum einen stehen wir natürlich zu Israel, weil wir uns in einer Schuld gegenüber Israel fühlen. Zum anderen aber sind ja auch alle so erzogen, ey, wir sind anti-rechts und da kommen wir jetzt in eine Zwickmühle. Was machen wir jetzt? Wie gehen wir mit solchen Ministern um? Wie gehen wir mit Leuten um, die von Auslöschen sprechen? Wie gehen wir von Leuten um, die Minister sind und die sich selber als Faschiste, Homophobe bezeichnen und für die Gay-Parades mit das Unmenschlichste sind? Wie gehen wir mit solchen Leuten um? Da entsteht ein Dilemma, seht ihr das? Das ist so einfach. Nee, unsere Außenministerin macht feministische Außenpolitik. Okay. Aber wie soll die denn sein mit Israel? Wie gehen wir damit um? Äußerst schwierig. Und diese Zerrissenheit, diese Zwickmühle, in der man dort steckt, die haben wir auch schon letztes Jahr gesehen, habe ich auch hier drüber gesprochen, über den Documenta-Skandal, hier, ja, die Kunstausstellung in Kassel, Antisemitismus-Skandal. Da entsteht es auch genau so. Eigentlich stehen wir als Deutsche 100% zu Israel und wenn auch was nur den Hauch hat von Antisemitismus, dann distanzieren wir uns ganz schnell. Auf der anderen Seite fühlen wir uns aber auch verbunden mit linken Bewegungen weltweit, die sozusagen antikolonial agieren. Und das ist ja letztens dieses indonesische Künstlerkollektiv gewesen. Da kommt ja eine Zwickmühle. Die wurde da schon sichtbar, aber jetzt wird sie noch viel mehr sichtbarer, weil wenn du solche Leute an der Regierung hast, im Grunde genommen, wenn wir unseren eigenen Vorgaben folgen, die die letzten Jahrzehnte der Politik bestimmt haben, im Grunde wäre so ein Staat mit so einer Regierung wäre fast ein Feindstaat. Wir müssen ja eigentlich bekämpfen, müssen sanktionieren. Aber das will ich ja gar nicht fordern, weil das ist wiederum, dann wird man gleich in diese BDS-Ecke gestellt, also diese internationale NGO, die im B steht für Boykott, D steht für De-Invest, also
die eben Israel boykottieren möchte. Das ist, wenn der Zwickmühle ist gefangen. Was ist jetzt moralisch richtig? Der Kampf gegen rechts oder die Unterstützung für Israel? Aber was ist, wenn Israel jetzt wirklich rechts ist? Und zwar nicht rechts, sondern rechtsextrem. Das ist das. Wir reden hier von Leuten, die offensichtlich zutiefst rassistisch, homophob, ja, ich würde sogar weitergehen, wirklich auch menschenfeindlich sind. Ja, wenn für dich eine ganze Ethnie, in dem Fall halt die Araber, wenn du die entmenschlichst, dann wird es schwer, mit solchen Leuten dann irgendwie innerhalb von Staatsräson Verhandlungen zu führen, die zu unterstützen. So. Das ist schwierig. Schwierig. Das ist jetzt genau, was die Herausforderung ist für die deutsche Politik. Und jetzt nochmal, ich habe es eingangs schon gesagt, das Ganze ist auch eingebettet in so ein Metathema. In dieses Metathema, wie weit sollten wir eigentlich den Weg der Demokratie gehen? Wie viel Demokratie sollen wir wagen? Diese ganze, was in Deutschland gelaufen ist, unter diesem Hashtag, wir sind mehr. Wir sind mehr, wir haben eine Mehrheit, dann können wir dementsprechend machen, was wir wollen und die Minderheit ausgrenzen. Überspitzt formuliert. Was ist, wenn sich eine Mehrheit findet für eine Hexenverfolgung? Für irgendein Pogrom? Ist es dann gedeckt durch die Mehrheit? Wenn ich so überspitzt frage, würde jeder von sagen, ja, natürlich nicht. Ja, aber warum nicht? Warum nicht von der Mehrheit? Wenn die Mehrheit das will, hat die Mehrheit nicht immer recht? Nein, wir haben eine Verfassung, wir haben ein Grundgesetz und da steht das Recht, der Schutz des Einzelnen drin. Deswegen Hexenfolgen kann man nicht machen. Bei uns wird dieser Mechanismus noch funktionieren. Aber was ist, wenn eben das durchgeht, was sie wollen und mit Mehrheiten alles bestimmt wird? Wenn die Mehrheit ist, ey, Wipeout hier, Palästinenser raus aus der Stadt und von hier oder was auch immer. Wo ist da die Grenze? Und deswegen stellt sich so diese Frage, die wir wirklich diskutieren müssen. So. Wo sind die Grenzen der Demokratie? Demokratie funktioniert ziemlich gut, wenn alles okay läuft, in guten Zeiten, so wie jahrzehntelang westdeutsche Gemütlichkeit, möchte ich schon fast nennen. Da war alles gut. Ja, da gibt es auch, dass Demokratie ist immer noch vereint, also alle Parteien sind immer vereint, haben sie eine gemeinsame Grundlage. Aber wenn es jetzt auseinanderdriftet, in Israel, in anderen Ländern auch, wenn es diese gemeinsame Grundlage nicht mehr gibt, dann wird Demokratie, dann schafft die keinen Konsens mehr. Dann wird es gefährlich. Wenn es eine Herrschaft der Mehrheit gibt, eine Herrschaft über Minderheit, dann ist kein Minderheitenschutz mehr da. Und deswegen habe ich auch in dieser Sendung, wo ich da schon drüber gesprochen habe, über so Grundfragen, ob Demokratie noch geeignet ist. Das heißt nicht, dass ich Antidemokrat bin, überhaupt nicht. Demokratische Prinzipien, dass wir Mehrheitsabstimmen, ist natürlich, ist naheliegend. Aber die Frage ist, sollten wir nicht mehr Schwerpunkt legen auf diesen alten, ich habe es ja vorher bei der Briefmarke erzählt, auf diesen alten Gedanken von Republik, wo es vor allem darum geht, dass der Staat die Hauptaufgabe hat, die Rechte des Einzelnen zu schützen. Das ist die Aufgabe des Staates, die Rechte des Einzelnen zu schützen. Und da ist dann jeder involviert. Jedem seine Rechte werden geschützt. Auch die von religiösen Extremisten, auch die von politischen Extremisten, egal welche Couleur. Die Rechte des Einzelnen schützen, das muss immer und zu jeder Zeit gelten. Und diejenigen, die sich dann freuen, aber wir haben doch Hashtag, wir sind mehr. Wir sind die Mehrheit, jetzt treten wir einander mal ordentlich ins Kreuz. Jetzt machen wir einen Gottesstaat, wie in Israel oder wie es auch in Ägypten war. In welche Politik auch immer, in Deutschland droht es kein Gottesstaat. Aber ey, wenn eine Mehrheit die Mehrheit nutzt oder sich auch legitimiert fühlt, dadurch zu machen, was sie will, auch gegen den ausgedrücklichen Willen von Minderheiten, dann haben wir dieses gemeinsame Band nicht mehr, diesen gemeinsamen Boden, der ein Staatswesen ausmacht. Und das ist, glaube ich, gerade eigentlich in Europa unsere Stärke, dass wir so eine bürgerliche Identität haben, was aus unserer Geschichte auch kommt. Aber wenn diese Dinge, wenn wir da keinen Konsens mehr haben und es nur noch gekämpft wird, dann ist diese Hashtag wir sind mehr Demokratiewagen, ist das höchst gefährlich. Und wie gesagt, wenn das gute Leute sind, die in der Mehrheit dann hier denken, okay, aber was ist, wenn auf einmal so eine faschistische Regierung eine Mehrheit hat? Da ist dann auf einmal nicht mehr so lustig mit Hashtag wir sind mehr. Und deswegen, egal wer ihr seid, egal wo du stehst, ob du links bist oder grün oder was auch immer, die Freiheit und die Rechte müssen für jeden gelten. Das ist das Entscheidende. Das ist, was wirklich Gewaltenteilung ist im Sinne von John Locke und Montesquieu. Die Rechte eines jeden müssen geschützt werden, gewahrt werden. Und da bin ich mir nicht mehr so sicher, ob das noch Konsens ist. Das sehe ich bedroht. In Israel ist es ganz krass.
Und ich kann echt meine israelischen Brüder und Schwestern verstehen, die auf der Straße wären. Da wäre ich wahrscheinlich auch. Ey, wenn es so weit geht, wenn es wirklich ein Gottesstaat wird, und wir sind noch nicht so weit, nach wie vor Likud und auch Netanyahu sind immer noch Teil dieses weltlichen Linksliberalen. Ja, das passen die Blöden, Likud und Linksliberalen. Aber ihr versteht, Teile von diesem weltlichen Israel sind immer. Deswegen habe ich auch die Story erzählt von Netanyahus Brüdern. Das ist noch altes Israel. So. Aber was ist denn, wenn bei der nächsten Wahl oder in 10 Jahren dann diese extremen zionistischen Parteien nicht mehr in die Stärkste Partei sind? So was ist, wenn die irgendwann die stärkste Partei sind? Und irgendwann dann werden die Kuchen und das minder ist. Die gehen dann den Schritt immer weiter. Und das ist eine Politik, die dann zu Krieg führt. Eretz Israel, weil das in anderen Ländern leben. Ägypten, Jordanien, Syrien. Das ist keine Friedenspolitik. Das ist keine Politik, die zum Frieden führt. Und natürlich. Und Israel sollen das selber entscheiden, wie sie ihre Politik machen. Aber ey, wenn du jetzt in so einem Land lebst, wo dann solche Leute eine Mehrheit bilden, eine Regierung bilden, das ist hart. Und ich weiß, ich kenne viele Israelis, ich habe viele kennengelernt in meinem Leben. Manche von den Diskussionen haben wir tatsächlich in den 90ern geführt. Alles von dem, was ich heute sage, kann ich auch mit Israelis sprechen. Hier ist kein Antisemitismus oder sowas. Es gibt viele Israelis, die haargenau diese Position auch vertreten, ich sage. Manche sogar noch viel härter so, die dann schon im Kampf sind gegen diese Kräfte. Aber das ist jetzt eben so die große Frage, ob dieses Hashtag Wir sind mehr, ob das geeignet ist, wenn wirklich die Staaten zu ernsthaften Fragen kommen, zu so grundsätzlichen Fragen, Fragen von Krieg und Frieden, Fragen von... welche Staatstheorie folgen wir? Bauen wir einen Gottesstaat auf oder definieren wir uns als demokratisch, republikanisch, wie auch immer? In diesen Zeiten, wenn wir kein gemeinsames Fundament mehr haben, dann funktioniert Demokratie nicht. Das glaube ich, da bin ich mir ziemlich sicher. So. Es braucht dieses gemeinsame Fundament. Und das ist auch, was wir suchen sollten, was wir auch in Europa, in Deutschland suchen sollten. Weil die Beschäftigung jetzt mit dem Thema, es geht mir nicht darum, Israel zu bashen, es hat auch damit zu tun, dass wir selber was daraus lernen können. Sonst, wenn bei uns auch diese Entwicklung weitergeht, dass die Ränder immer extremer werden, ja, schau mal, wie es da in Israel läuft. Schau, wie es in Brasilien läuft. Und daran können wir erkennen, wir müssen uns wieder auf diesen Konsens besinnen. Und eins noch, bei uns wird da auch gerne dann gesprochen von heutzutage von einer wertebasierten Außenpolitik. Ey, da geht bei mir wirklich so, da schwillt mir der Kamm. Nicht wertebasiert. Recht muss gelten. Recht ist was anderes als Werte. Recht gilt für jeden. Ja? Das gilt für jeden, egal wer du bist. So. Das Recht muss gelten. Und nicht irgendwelche Werte basieren. Weil Werte, weißt du, die Werte des einen sind vielleicht nicht die Werte des anderen. Offensichtlich haben jemand von diesen Zionisten Parteien halt andere Werte. Die sprechen hier von jüdischen Werten, jüdische Moral, die also offensichtlich anders ist als eine palästinensische Moral. Ey, wenn wir in solche Denkmuster kommen, Werte basiert, dann geht es auf einmal wirklich, ja, hier Mehrheit hat sich für den Wert entschieden und die andere hat das. Nee, wir müssen unbedingt das Recht stärken. Gerade in Krisenzeiten ist das Recht, was uns auch Verfassungen geben, das ist so ein Anker für Stabilität. Und hey, wir können viel kritisieren, USA, und ich mache das auch oft und gerne, aber da sehen wir zum Beispiel, USA hat halt eine starke Verfassung und die garantiert etwas und die sorgt dafür, dass solche Dinge da nicht so einfach passieren. Ganz safe sind die in Amerika natürlich auch nicht, aber das ist, was gestärkt werden muss. Das Recht und nicht irgendwelche Werte, so, die sich auch schnell mal wandeln, die man hin und her drehen kann. Sondern das wäre so meine Message. Ja, und in diesem Sinne habe ich auch über dieses Thema gesprochen. Es geht mir nicht darum, das Existenzrecht von Israel anzukreiden. Wie gesagt, Palästinenser wie Israelis, das sind Brüder und Schwestern und das sind auch hochkomplexe Lager. Und ich oder wir Europäer, niemand ist da auch, wir können da keine klaren Lösungen aufzeigen. So, das ist schwierig, ist mir klar. Aber was hier der Alarm ist, ist, ey, dieses Ende der Gewaltenteilung, was hier droht. Noch ist es nicht so weit, noch ist es ein Juniorpartner in der Regierung, aber der demografische Faktor lässt diese Leute möglicherweise bald in einer vollen Regierungsverantwortung sein. Und wohin dann die Reise geht, daraus machen die keinen Hehl. Und dann ist es mehr als nur ein israelisches Problem. Dann ist es ein Problem für den ganzen Nahen Osten und dann irgendwo auch für die ganze Welt, weil auch wir nicht auf einer Insel leben. Ja, in diesem Sinne danke ich euch für eure Aufmerksamkeit. Es ist ein hochspannendes Thema und ich hoffe,
Das ist auch in der Diskussion, in den Kommentaren, dass wir die Contenance halten, die Netiquette halten. Es ist ein Thema, wo man auf jeden Fall immer sensibel argumentieren muss. Auch in den Worten, die man wählt. Ich hoffe, dass es mir gelungen ist. Ich von meinem Teil habe das Gefühl, ja, alles, was ich hier sage, das könnte ich genauso auch international sagen, wenn ich jetzt hier in Israel wäre und mit Leuten sprechen würde. Ich habe so viele Israelis kennengelernt und ein paar tatsächlich auch gute Beziehungen aufgebaut, Freundschaften aufgebaut. Und ich weiß, dass es da eine ganze Reihe von Leuten gibt, die das genauso sehen wie ich und die jetzt in Israel sehen und Sorge haben, wohin geht ihr eigenes Land. Und ich hoffe, dass mir das gelungen ist, sensibel mit dem Thema umzugehen. Aber sensibel heißt nicht, dass wir irgendwas nicht anfassen oder uns irgendwas nicht anzusprechen trauen. Denn hey, aus meiner humanistischen Tradition heraus, alle Menschen sind Brüder und Schwestern und es darf nicht irgendwelche Tabuthemen gehen. Da traue ich mich nicht ran, weil allein das ist ja schon eine Sonderbehandlung und das beinhaltet ja schon den Samen für sowas wie Rassismus oder sowas. Einer wird anders behandelt als der andere. Da muss man vorsichtig sein. Und ich weiß, dass genau das auch viele Israelis, die ich kenne, auch ankotzt, wenn dann sofort irgendwie, gerade wenn du mit Europäern, wenn die mit Europäern oder Deutschen sprechen, dass dann manche Deutschen fast schon unterwürfig werden. Das nervt dich als Israeli genauso. Ey, niemand ist Herr, niemand ist Knecht. Ja, das ist so, was ich zu sagen habe. Und ich hoffe, dass mir das hier gelungen ist. An dieser Stelle danke ich euch, dass ihr so lange durchgehalten habt. Danke für eure Unterstützung. Unterstützen Sie auch weiterhin. Ja, es sind wichtige Zeiten und unsere Arbeit halte ich persönlich schon für Bedeutung. Die hat einen Wert. Wenn es euch auch was wert ist, dann schätzt uns doch wert und unterstützt uns. In diesem Sinne danke ich euch für eure Aufmerksamkeit. Bis nächstes Mal. Ciao. Shalom.